Hi und willkommen zu meinem Video. Ja, irgendwie habe ich gerade gemerkt, dass meine Videos, wenn ich die jetzt so hochlade, wie ich plane, echt komisch sind vom Verlauf. Ich meine, erst kommt ein Video, in dem ich erzähle, dass die Angststörung gerade voll stark ist und überhaupt sowieso. Dann kommen zwei Videos zu meinen Tassen. Dann kommen zwei Videos wieder zu meiner Angststörung und dann kommt noch ein Video zur Angststörung. Ja. Tja, so ist es mit dem, das ist halt der Vorteil, wenn man produziert und einfach dann gucken kann, wie man es hochlädt. Tja. Ja, dieses Video hat ein bisschen was mit den Tassen, die ich euch letztes Mal gezeigt habe, zu tun und so ein bisschen was mit der Angststörung, damit es ein bisschen so einen fließenderen Übergang hat. Das ist jetzt schön. Ja. Folgendes. Dadurch, dass ich zurzeit ständig diese blöden Zwangsgedanken habe und mir alles Mögliche solche Sorgen und Nöte macht, habe ich auch schon mal die Zeit über, also ich teile jetzt mal eine meiner Ängste mit euch. Tatsächlich, ich habe überlegt, wenn jetzt theoretisch, also wenn jetzt dieser Krieg von der Ukraine zu uns rüberschwappen würde, und hier jetzt die Post abgehen würde. Was würde ich eigentlich retten wollen? Was ist mir das Wichtigste, was ich so in der Wohnung habe? Also ich habe festgestellt, der Dachboden, da ist nichts, was mir so wichtig ist. Außer zwei Kuscheltiere. Die will ich retten. Die will ich tatsächlich retten. Und ja, dann habe ich überlegt, was wäre es denn hier so in der Wohnung? Soll ich meinen Pizzaofen, meinen Schamottstein retten? Ich meine, ich esse unglaublich gerne von diesem Schamottstein. Und wenn ich den nicht hätte, was würde ich dann machen? Ich meine, wie würde ich dann weitermachen und so weiter? Wäre es meine Elektronik, die ich retten wollen würde? Würde ich die retten wollen? Würde ich Bettdecken retten wollen? Weil ich meine, ohne Bettdecken kann man nicht schlafen. Auf jeden Fall Leo müsste ich dann retten. Und ich habe wirklich schon überlegt, wie ich alles das Zeug irgendwie an den für mich sichersten Ort, nämlich zu meinen Großeltern, bringen könnte. Und ja, es ist unglaublich. Wie viel Shampoo braucht man? Wie viel Zahncreme braucht man? Sollte ich noch eine Zahnbürste mitnehmen? Sollte ich Damenhygieneartikel mitnehmen? Sollte ich einmal Waschlappen mitnehmen? Sollte ich Waschlappen mitnehmen? Sollte ich Handtücher mitnehmen? Welche Klamotten brauche ich? Und damit habe ich wirklich 2 Wochen, und das ist jetzt, ich übertreibe nicht, 2 Wochen die ganze Zeit nachts drüber nachgedacht, noch teilweise tagsüber, was ich dann wo, wie und wieso brauche. Ich habe sogar dann schon angefangen, so kleine Listen zu schreiben und habe dann auch überlegt, die neue Klimaanlage, sollte ich die dann mitnehmen? Ich meine, wenn wir da alle zusammen hocken, kann schon warm werden. Sollte man da nicht vielleicht ein bisschen zumindest drüber nachdenken, dass das zu holen, damit es kühler ist. Ja, und dann, nachdem ich gerade mein Video über die Tassen abgedreht habe, ist mir etwas sehr Wichtiges und sehr Entscheidendes bewusst geworden. Nämlich, es sind nicht die großen Dinge. Es ist nicht mein PC. Es sind nicht die Bettdecken. Es sind die kleinen Dinge, die einem am Herzen liegen. Zwei Teddybären, wo ich weiß, wenn ich die nicht mehr hätte, dann würde ich meines Lebens nicht mehr froh werden. Die Tassen von meinem großen Bruder, die würde ich auch nicht irgendwie, ja, eine weitere Tasse, damit ich trinken kann aus einer Tasse, weil die würde ich nicht benutzen. Selbst wenn alle in der Familie verdursten würden, diese Tassen rührt keiner mehr an. Das sage ich euch. Weil wenn da irgendwas damit passiert, dann wäre ich stinksauer. Ja, das Futter für meinen Hasen, damit der auf jeden Fall sicher fressen hat, weil das ist wirklich wichtig. Ein bisschen Geld, damit man sich, wenn es die Not am Mann ist, dass man sich zum Beispiel ein Brot holen kann. Das sind alles so Sachen, ja. Es sind die kleinen Dinge, die einem so wichtig sind. Eine bestimmte Hose, die ich habe, weil die ist unglaublich bequem. Diese neuen BHs, die ich gekauft habe, aus demselben Grund, die sind bequem ohne Ende. Ja, nee, mein Handy bräuchte ich nicht, aber mein iPod würde ich mitnehmen wollen, weil auf dem ist mein halbes Hirn drauf, wenn ich ehrlich bin.
Solche Dinge, jetzt wo ich so drüber nachdenke, es sind nicht die schweren Sachen, die wichtig wären. Wohl einen PC würde ich mitnehmen, damit ich den iPod immer wieder mit Musik neu beladen könnte. Und meine ganzen Festplatten, die ich so habe, wo ich die Videos, die ich von YouTube habe und so drauf habe, damit ich einfach, ja, damit ich, ja, die Kamera hier, damit ich weiterhin Videos drehen könnte. Zwar wird es wahrscheinlich keiner sehen, aber zumindest wäre alles dokumentiert. Ja, solche Dinge würde ich, glaube ich, wirklich retten wollen. Und vor allem, was mir am allerwichtigsten wäre, meine Familie. Jeden Einzelnen. Von meiner Schwester zu meinem Neffen, zu meinem Bruder, zu meiner zukünftigen Schwägerin, zu meinen Großeltern, zu meinen Eltern, zu Babette und Winfried. Ja, die Menschen, die mir halt wirklich, ja, die für mich lebenswichtig sind, sagen wir so. Die würde ich, glaube ich, versuchen wollen, irgendwie in Sicherheit zu bringen. Am Ende ist es nicht das Materielle, was man braucht zum Überleben. Weil ja, klar, man braucht irgendwie Zeug. Aber Zeug kannst du ersetzen im Zweifel. Ich meine, wenn dein PC kaputt geht, dann kaufst du irgendwann einen neuen. Aber wenn dein Vater nicht mehr ist oder deine Mutter oder dein Bruder, da kriegst du keine neuen mehr. Ja gut, bei Brüdern, wenn die Eltern in einem gewissen Alter sind, weiß man's, aber in meinem Alter kriegst du ja keinen neuen mehr. Da kriegst du gar keine neuen, da kriegst du niemanden neu mehr. Und deswegen, ja, ich würde die alle Leute gerne, ich würde gerne die, die mir wichtig sind, weiterhin in meinem Leben haben wollen. Das war's dazu. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was wollt ihr retten wollen und was wäre euch wichtig. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die band.friedemann@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.